Hallo, ich wünsche euch einen wunderschönen ersten Advent. Und ich habe mir gedacht, ich habe dieses Jahr mal Lust auf so eine weihnachtliche Videoreihe. Und zwar, wie wir möglichst minimalistisch, nachhaltig und achtsam unsere Vorweihnachtszeit und das Weihnachtsfest an sich gestalten können. Also, falls ihr auch irgendwelche Wünsche und Anregungen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann ich das damit einbeziehen. Ich finde das Thema sehr spannend, weil es ist natürlich eine Zeit, wo viel gekauft und verschenkt wird und eigentlich soll es eine besinnliche Zeit sein, aber wenn ich hier in der Vorweihnachtszeit durch die Berliner Einkaufsstraßen laufe, dann sehe ich nur angespannte und gestresste Menschen und überfüllte Läden und deshalb meide ich das wirklich. Also da habe ich gar keine Lust drauf. Heute geht es um das Thema Deko, wie ich das so mache. Bei Weihnachtsdeko oder Deko im Allgemeinen ist es ja ganz ähnlich wie bei Klamotten. Es gibt jedes Jahr neue Trends und deswegen haben viele auch Lust, sich dann was Neues zu kaufen. Es gibt natürlich auch Leute, die einfach seit Jahrzehnten immer dieselbe Weihnachtsdeko verwenden und die Jahr für Jahr aus dem Keller holen. Zum Beispiel meine Mutter, die hat auch schon seit Ewigkeiten immer dieselbe Deko. Das ist natürlich auch nachhaltig. Ich persönlich suche mir gerne was in der Natur, mache das dann eben auch zu so einer vorweihnachtlichen Beschäftigung. Diese Dinge, die man in der Natur findet, kann man natürlich entweder aufbewahren und im nächsten Jahr wieder verwenden oder eben einfach der Natur zurückgeben. Das ist das Schöne daran. Ich mag Kiefernzapfen ja total gerne. Und ich habe aber auch immer gerne etwas Frisches, Vergängliches da. Zum Beispiel kaufe ich mir dann immer ein paar Tannenzweige, die halten dann auch den ganzen Monat. Letztes Jahr hatte ich ja auch so Nüsse, Haselnüsse und Walnüsse oder man kann natürlich auch mit Obst dekorieren. Ich habe mir dieses Jahr eine Girlande gebastelt aus getrockneten Orangenscheiben. Ich habe die Orangenscheiben eine Woche lang auf der Heizung getrocknet und einfach jeden Tag gewendet und das hat sehr gut funktioniert. Wenn es schneller gehen soll, kann man das natürlich auch im Ofen machen. Da kann aber mehr schief gehen. Ja, das Jutegarn hatte ich nämlich auch sowieso schon da. Das benutzen wir immer im Garten, um Ranghilfen für die Pflanzen zu basteln. Und ich finde das sehr hübsch und es ist mal was anderes. Die handelsüblichen Kerzen sind ja meistens aus Paraffin, also aus Erdöl. Das ist eben nicht so nachhaltig. Es gibt eben nachhaltigere Alternativen aus Soja, Raps oder Bienenwachs. Das sind allerdings ziemlich teure Rohstoffe. Dann gibt es noch Stearin. Und die sind auch nicht so leicht zu bekommen. Also ich habe jetzt meine Kerzen im Biomarkt gekauft. Ja, wenn man an der Deko spart, dann kann man ja vielleicht auch ein bisschen mehr Geld für nachhaltige Kerzen ausgeben. Generell gehe ich mit Kerzen auch immer sehr sparsam um. Ich lasse die nicht einfach so den ganzen Tag brennen, sondern zünde die wirklich bewusst an, wenn es auch wirklich was ausmacht. Zum Beispiel heute am ersten Advent. Ich bin natürlich auch nicht so dekorier- und bastelfreudig. Mir reicht das schon, wenn ich mir so ein paar Tannenzweige und Kiefernzapfen irgendwie schön hinlege. Wem das zu langweilig ist, da kann man natürlich auch ganz tolle Sachen rausbasteln, also die wirklich richtig schick aussehen. Es gibt online genug Ideen und Anregungen, also auf Pinterest oder Instagram oder TikTok. Einen Weihnachtsbaum habe ich ja auch sowieso nicht. Da mir reichen, wie gesagt, immer so ein paar Tannenzweige, die halten auch den ganzen Monat und das sieht auch aus wie ein kleiner Baum. Auch beim Geschenke einpacken muss man nicht unbedingt Geschenkpapier kaufen. Also da finde ich es auch viel spannender, einfach entweder Geschenkpapier wieder zu verwenden. Also ich bewahre auch immer Geschenkpapier und Geschenkband auf, wenn ich selber was geschenkt bekomme. Man kann das nehmen, was man zu Hause findet oder im Altpapier findet. Zum Beispiel aus alten Zeitungen. Das hört sich immer erstmal nicht so schön an, aber wenn man da wirklich sich eine schöne Seite raussucht mit einem schönen Bild oder so, dann kann das wirklich sehr hübsch aussehen. Und da werde ich euch eventuell auch noch mal ein paar Sachen zeigen, wie man Geschenke eben verpacken kann, ohne dass man Geschenkpapier kauft. Ja, wie gesagt, schreibt eure Wünsche und Anregungen gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.